Willkommen zu einer neuen Folge von Softwarearchitektur als Beruf. Wer bist du? Ich bin Alaa Reuchenbach, bin 26 Jahre alt und wohne in Udenthal. Was machst du? Ich bin IT-Berater und Softwareentwickler bei der Swaglab GmbH. Im Grunde bin ich für die Planung, Analyse und Umsetzung von IT-Projekten zuständig. Wie bist du dahin gekommen? Als Kind habe ich mich für Hardware interessiert, insbesondere für die Reparatur von PCs und Handys. Aber mit der Zeit wollte ich auch verstehen, wie funktioniert das? Wie kann ein Rechner, ein Handy uns Menschen verstehen? Deshalb habe ich im Internet recherchiert und herausgefunden, man braucht eine Programmiersprache, mit der man auch ein Programm schreibt. Deshalb habe ich meine erste Programmiersprache gelernt und mein erstes Programm geschrieben. Das hat mir aber so viel Spaß gemacht, dass ich mich dafür entschieden habe, dass Softwareentwicklung mein Traumberuf ist. Nach meinem Abitur habe ich daher ein Praktikum als Softwareentwickler bei einer IT-Firma absolviert und anschließend eine Ausbildung als Fachinformatiker, Anwendungsentwickler auch bei der gleichen Firma gemacht. Nach meiner Ausbildung habe ich ca. 2 Jahren als Entwickler gearbeitet und dabei habe ich festgestellt, nicht nur das Entwickeln macht mir Spaß, sondern tatsächlich auch die Planung von Projekten, die Beratung von Kunden. Und aus diesem Grund habe ich mich dafür entschieden, dass ich einen Berufswechsel brauche. Und jetzt bin ich tatsächlich als IT-Berater und Softwareentwickler tätig. Was hat dich zuerst in den IT-Bereich hineingezogen? Das habe ich bei der letzten Frage schon gespoilert, und zwar diese Verbindung zwischen Hardware und Software. Aber auch die Möglichkeit, mit Hilfe einer Programmiersprache ein Programm zu schreiben, mit dem man bestimmte Probleme lösen kann und aber auch bestimmte Ziele erreichen könnte. Das hat mich von Anfang an unglaublich an der Softwareentwicklung fasziniert. Und das ist tatsächlich auch der Hauptgrund, warum ich mittlerweile seit knapp 7 Jahren, 8 Jahren in den IT-Bereich auch tätig bin. Welche Rolle spielt Softwarearchitektur in deinem beruflichen Leben? Meiner Meinung nach ist Softwarearchitektur die Grundlage für skalierbare, flexible und wartbare Software. Ich habe in meinem beruflichen Leben häufig die Erfahrung gemacht, dass bei Projekten ohne durchdachten Architektur meistens größere Probleme auftauchen. Diese Probleme waren auch meistens schwer zu lösen, weil man sich die Zeit nicht genommen hat, um eine Architektur durchzudenken und nicht dokumentiert hat. Das heißt, wenn ein Problem auftaucht, weiß man nicht, wie gehe ich damit um? Was soll ich jetzt machen? Und deshalb sehe ich das auch als IT-Berater in meiner Verantwortung, Architekturprinzipien zu verstehen und auch anzuwenden, um die Anforderungen vom Kunden auch effektiv und tatsächlich auch sinnvoll umzusetzen. Was war dein schlimmster beruflicher Moment? An eine bestimmte Situation oder an einem bestimmten Projekt kann ich momentan mich nicht erinnern. Aber am Anfang meiner Karriere habe ich häufig den Fehler gemacht, dass ich Aufgaben von Kollegen, Kunden, aber auch von Projektmanager einfach umgesetzt habe, ohne die Aufgaben zu verstehen und ohne zu hinterfragen, ob eine Aufgabe Sinn ergibt. Das hat dazu geführt, dass ich häufig Aufgaben umgesetzt habe, die entweder A, falsch waren, weil ich die Aufgabe einfach missverstanden habe, oder B, Aufgaben umgesetzt habe, die gar keinen Sinn ergeben haben. Und das lag daran, dass Kunden und Projektmanager sehr häufig entweder gar keine oder kaum Erfahrung in der Softwareentwicklung haben. Und das war mir halt einfach nicht klar damals, dass das eigentlich in meiner Verantwortung liegt, die Aufgaben zu analysieren und falls nötig dem Kunden oder beziehungsweise auch dem Projektmanager zu erklären, warum eine Aufgabe keinen Sinn ergibt. Was ist die wichtigste nicht-technische Fertigkeit, die dir in deinem Beruf geholfen hat? Ich glaube Neugier. Wäre ich damals nicht neugierig, dann hätte ich nicht herausgefunden, dass man eine Programmiersprache braucht, um ein Programm zu schreiben. Dann hätte ich auch mein erstes Programm gar nicht geschrieben und dann wäre ich wahrscheinlich auch gar nicht in den IT-Bereich hingezogen. Abgesehen davon finde ich Neugier grundsätzlich in unserem Bereich sehr wichtig, weil es ändert sich alles viel zu schnell. Die Programmiersprachen oder auch Frameworks, die heutzutage sehr weit verbreitet sind, können in 4-5 Jahren veraltet sein. Und dann sind es andere, völlig andere Programmiersprachen, die in ein paar Jahren verwendet werden. Deshalb muss man neugierig bleiben und gleichzeitig auch lernbereit bleiben. Sonst ist das Wissen, was man sich über die Jahre gesammelt hat, relativ schnell veraltet. Auf welche beruflichen Ziele konzentrierst du dich derzeit? Momentan versuche ich, meine beruflichen Fähigkeiten zu erweitern, indem ich neue Technologien und neue Fähigkeiten lerne.
Konkret mache ich momentan eine Shopify-Zertifizierung und eine PO-Zertifizierung. Durch diese Zertifizierung versuche ich, mein Fachwissen zu vertiefen und mich beruflich weiterzuentwickeln. Was ist die Einschränkung an deinem Beruf? Ich glaube, es gibt nicht nur die eine Einschränkung, sondern es gibt mehrere. Aber die wichtigste und größte meiner Meinung nach wäre die zeitliche Flexibilität. Das Problem in Bereichen wie IT-Beratung oder Softwareentwicklung können Projekte sehr häufig unvorhergesehene Anforderungen oder Aufgaben haben. Die führen dazu, dass man kurzfristig Änderungen im Zeitplan vornehmen muss. Dies erfordert aber eine gewisse Flexibilität oder Anpassungsfähigkeit und die Bereitschaft auch, außerhalb der regulären Arbeitszeiten zu arbeiten. Sonst, wenn man das nicht macht, kann man die Projektziele nicht rechtzeitig erreichen und das führt dazu, dass der Kunde am Ende auch nicht zufrieden ist. Und das will keiner, glaube ich. Drei Ratschläge an dein 18-jähriges Ich. Ich würde mir zwei Ratschläge geben. Erstens, Fragen, Fragen, Fragen. Stell so viele Fragen. Es gibt keine dumme Frage. Wer nicht fragt, der lernt nicht. Und zweitens, investiere mehr Zeit in deine Weiterbildung, bevor du älter wirst. Was möchtest du den Leuten mit auf den Weg geben? Ich würde fast die gleichen Ratschläge, die ich mir geben würde, auch den Leuten mit auf den Weg geben. Und zwar, habt keine Angst vor Fragen stellen. Ohne Fragen kann man auch nicht lernen. Und habt keine Angst vor neuen Herausforderungen. Man muss schon seinen Safe Zone schon verlassen, um überhaupt im Leben weiterzukommen. Und investiert mehr Zeit in eure Weiterbildung. Die Weiterbildung ist unglaublich wichtig und man muss schon die Zeit dafür nehmen.